Und damit wieder herzlich willkommen bei Assassin's Creed Odyssey. Und ich höre die ganze Zeit eine liebliche, schöne Musik. Wollte gerade mal gucken, wo die herkommt. Ach, hier vorne. Okay, hier liegen überall Lumpen rum. Da ist was Zerbrochenes. Er spielt hier seine Musik. Schöne Musik. Phobos, bleib hier bitte. Reiten wir los. Genau. Reiten wir los und wir gucken mal in der Bucht, wo der Zyklop gelandet sein soll. Oder, ja, gelandet kann man so sagen. Ja, mit seinem Schiff. Ich glaube, ich habe mich ein kleines bisschen in der Stadt verlaufen. Komme ich überall lang überhaupt? So, wir müssen ja hier lang, ja? So. Jetzt sollten wir wieder freien Weg haben, hoffe ich. Oh, was ist das denn? Eine Kuh? Eine Ochse? Nee, ist ein Ochse mehr oder weniger, ja? So, Phobos, jetzt kannst du auch gerne mal wieder Tempo geben. Geht doch, danke. Du bist ein guter Phobos. Wir reiten mal hier hoch. Galopp, 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 galopp. So, sind auch gleich da. Dann gucken wir mal, was der Zyklop uns sagen möchte. Denk mal, der wird, oh, was ist hier los? Los. Komm, ich steig mal ganz kurz ab, das will ich mal hier einsammeln. Das sind wahrscheinlich irgendwelche schönen Edelsteine oder sowas. Und ich glaube, Phobos, du hast sowieso ein Problem, hier runterzukommen, oder? Ich glaube, ich selbst habe hier ein Problem, schon runterzukommen. Ja. Okay, das ist nicht der offizielle Weg. Okay, okay, okay. Können wir hier vielleicht irgendwo runter? Wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich tot. Das ist aber doof jetzt. Warte mal, ich hatte eine andere Idee. Wo ist Phobos? Da ist Phobos. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. So, Straße folgen. Und bring mich mal bitte zum Questziel. Ah, hier vorne geht's lang. Alles klar. Hättest doch hier vorne schon runterbiegen können. Du musst hier keine extra Umwege laufen. Ach, guck mal, wie schön das hier aussieht. So am Meer. Das sieht schon echt geil aus hier, die Umgebung. So, warte mal, wir steigen hier mal ab. Niemand darf mich entdecken. Hat der auch schon da vorne nicht mehr? Dann schicken wir mal unseren Adler los. So, ja, ich wusste es. Okay, dass der uns noch nicht gesehen hat. Das ist ja schon mehr wie merkwürdig. Warte mal, hier vorne muss irgendwas sein. Ah, ist das der Zyklop? Nee. Letos! Letos! Letos der Schläger. Naja, ich wusste es schon immer. Der Zyklop. Der Zyklop vom Käfer. Den nehme ich mir vor. Ah. Okay, was ist das? Warte mal, wir können ja weiterfliegen mit unserem schönen Icarus. Da ist ein Schatz. Ah, okay. Ah, noch eine Schatztruhe. Da unten sind noch Soldaten. Da ist ein kleines Boot. Wo ist das große Schiff von den Zyklopen? Ah, hier ist noch ein Eingang. Okay, fliegt man noch ein Stückchen weiter. Ein heißgesinnter Vogel. So, gibt es hier noch irgendwas, was man eventuell... Da ist noch ein Wolf eingesperrt. Okay. Da ist noch ein Kommandant. Timonax. Irgendwas muss hier noch sein. Ah, da oben.
Ah, was ist das denn? Hero, Zivilist, okay. Können wir auch eventuell befreien? So, mehr sehe ich jetzt aber gerade nicht. Okay, alles klar. Wir haben ja mal uns einen kleinen Überblick verschafft. Und hier vorne war da gerade auch noch einer. Wo ist denn jetzt hin? Okay. Ist jetzt die Frage, wollen wir jetzt sofort anfangen, den zu befreien? Nicht, dass der dann wieder quasi in die Arme läuft. Ja, ich befreie dich. Keine Sorge. Ich dachte schon, ich verrotte hier. Gefangenen befreit, Chats geplündert und Banditenanführer getötet. 2 Stück. Ja, 2 haben wir schon gesehen. Aber die wird doch da jetzt hoffentlich... Die läuft da jetzt in die Arme. Dies war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Okay, er ist tot. Uns hat aber... Okay, die werden definitiv... Also wer jetzt nicht stutzig geworden ist, den weiß ich auch nicht. Ich will da jetzt einfach nicht runterjumpen und... ich weiß ja nicht, wie weit da die Akku-Range ist von den anderen. Ja, ich will die jetzt halt so ein bisschen... Assassin-like, bisschen ausspionieren, beziehungsweise, so einen nach dem anderen eliminieren. So zum Beispiel, genau. Ist zwar nicht ganz Assassin-like, weil, ja. Genauso. Und durchgezogen. Alles klar, geil. So, da sind auf jeden Fall schon mal ein paar jetzt weniger. Denn... Warte mal, du brauchst nicht schleichen. Also jetzt jedenfalls nicht. Da vorne ist auf jeden Fall noch ein Schatz. Den werde ich mir noch krallen. Da vorne ist auch ein Soldat wieder. Vielleicht kriegen wir hier einen guten Schleichangriff hin. Ja, den der Tod nicht gesehen hat, okay. So, wieder einer weniger. Und hier muss die Schatztruhe drin sein, glaube ich. Da ist er. Die nehmen wir doch gerne mit. Der soll uns jetzt noch nicht sehen. Noch so viel Soldaten wie möglich ausschalten vorher. Ah, dafür, da vorne sind sehr viele Soldaten. Okay, ich glaube, ich muss hier oben lang gehen. Oh. Die Götter sind meine Zeugen, ich schwöre. Götter? Welche? Welchen Unterschied machen? Sie alle Götter, ich schwöre es. Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los. Niemand auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen. Hat er Zyklop gesagt? Hat er dir wehgetan? Ich will nicht hören, dass man mich so nennt. Das habe ich nicht. Aber du bist so fett. Ich meine, so groß und stark. Und du hast wirklich nur... ein Auge. Oh. Mein Auge. Gib es zurück. Nein. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück. Du willst es? Oh nein. Hol's dir. Ernsthaft? Geil.
hat doch noch getroffen. Okay, sie sind alle schon ein bisschen vergiftet. Okay, einmal so einen nach dem anderen ausschalten am besten. So, okay, ich werde langsam in der Kampfsteuerung geübter, hoffentlich. Oh, der Zyklop ist gefallen. Oh, schön. Zidianglas. Oh, da kommt noch einer. So. Also dieser Tritt ist Wahnsinn, der ist geil. Ah, da kommen noch ein paar mehr. Oh, der hilft uns. Wir sollten nicht länger hier bleiben. Sogar Ratten wie diese haben Freunde auf Kefalenia. Ja, das stimmt wohl. So, wir müssen aber noch Banditenanführer töten, noch zwei Stück. Und noch zwei Schätze plündern. Und wir haben ja hier noch einiges anderes Schönes. Guck mal, da unten ist noch einer, da unten ist auch noch ein Schatz. Die will ich doch trotzdem noch gerne mitnehmen. Das nützt ja alles nur nichts. Da kann ich jetzt nicht runterspringen, ne? Für einen Schleichangriff? Ich will gerne einen Schleichangriff machen. So, der ist weg. Dankeschön. Da vorne sind noch ein paar. Komm, wir nehmen jetzt aber hier den Schatz mit. Jetzt sind wir gerade einmal hier unten. So, Schatz geplündert. Und irgendwo muss hier noch ein Schatz sein. Den nehme ich auch noch gerne mit. So. Au, der Letos. Au. Okay, der Letos wehrt sich. Aber der Letos hat keine Chance gegen uns. Tut mir leid, Letos. So, okay. Haben wir hier noch irgendwelche Typen, die man hier mal ja, zeigen soll, wo der Haken hängt? Guck mal, hier ist noch ein Eingang. Eskortiere Barnabas. Sollten wir wahrscheinlich auch tun. Pass mal auf die Bucht, gucken wir uns noch in Ruhe irgendwann mal an. Mal gucken, ja. Es gibt ja hier wirklich tausend Sachen zu entdecken. So, wie sollen wir hier hoch? Wir sollen ja noch die lieben Barnabas eskortieren. Wo ist er da vorne? Okay, alles klar. So, wir können. Ich denke mal, wir haben hier alles gut erledigt, bis auf die eine Schatztruhe. Obwohl ich die schon gern eigentlich hätte. So, bist du immer noch nicht in Sicherheit? Es reicht doch jetzt. Oder willst du mir das Schiff da vorne zeigen? Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Schönen guten Tag. Es ist mir eine Ehre. Ich bin Cassandra, Söldnerin von Beruf. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. Okay. Das war Zufall, ich bin die Antwort auf deine Gebete. Komm mal rumprotzen. Ich hab dich erhört. Viele behaupten, sie hätten göttliches Blut in den Adern.
Du bist die Erste, der ich es glaube. So, erzähl mir von deinem Schiff. Woher kommst du? Wie kam es zu der Rangelei? Ja. Warum haben dich die Männer angegriffen? Ach, du kennst doch die Leute hier. Nichts für ungut. Ich erzählte von meiner letzten Reise und plötzlich führen sie sich auf wie ein Haufen Wildgewordener. Was hättest du ihnen denn erzählen können, dass sie so verärgert hat? Meine letzte Reise. Wir fanden einen einzelnen Mann auf einem Floß. Bevor er starb, erzählte er eine Geschichte, die einem das Blut gefrieren lässt. Es ging um eine furchterregende Kreatur, so hässlich, dass es kein Wort dafür gibt. Und ich sagte nur, einäugiges Monster. Plötzlich werde ich in einem Tonkrug ertränkt. Ja, der Zyklop nimmt so etwas sehr persönlich. Namen. So, okay, woher kommst du her? Von überall und nirgends. Die Adrastea ist mein Zuhause, aber geboren wurde ich auf Mykonos. Ich habe keinen Fuß mehr dorthin gesetzt, seit ich zur Armee ging. Dann bist du ein Soldat? War ich. Meine Brüder und ich waren Schiffsführer in der Athena-Flotte, bis eines Nachts Poseidons Zorn unsere Schiffe versenkte. In jener Nacht habe ich es gesehen. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Der Gott des Meeres entfesselt mehr als nur den Wind und die Wellen, wenn er wirklich zornig ist. Ich sah seine Bestie, sein mörderisches Schoßtier. Wenige glauben mir, doch dieses blinde Auge erinnert mich auf ewig daran. Die Strafe dafür, dass ich Poseidons Kreatur erblickt und überlebt habe, um davon zu erzählen. Also, hast du ein Schiff? Natürlich! Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließ. Klingt, als schuldest du mir was. Jetzt könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Vielleicht hat uns doch das Schicksal zusammengeführt. Ich brauche ein Schiff und eine Mannschaft. Du hast mich gerettet! Es würde die Götter beleidigen, wenn ich es dir nicht anböte. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Diensten. Super! Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Gegend. Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adrastea. Der gefällt mir, der ist cool. Der ist wirklich nice. So, wir müssen jetzt dahin laufen. Boah, ernsthaft. Phobos. Phobos? Hier gibt's keine Straße in der Nähe. Was ist das da vorne? Wir können auch selber reiten. Machen wir das mal so. So, ich laufe immer ein bisschen so querfeldein. Was vielleicht nicht immer ganz praktisch ist, aber okay. Galopp, galopp, galopp. So, oh. Okay, das kriegen wir aber hin. Ja, das kriegen wir hin. Phobos ist ein guter, der schafft das. Ja, ich weiß, du schaffst das. Ella. Okay, jetzt hat er wieder sein Tempo verloren. Aber wir sind ja auch gleich da. So, Phobos. Ab hier an renne ich selber weiter. Na, weil den Berg wirst du wahrscheinlich eh nicht hochkommen. Oh, oh, da war Feuer. So, da ist er doch. Bereit, wenn du es bist. Warte! Ach, Phoebe. Warte auf mich, Cassandra. Ich hab gepackt und alles. Du willst mitkommen? Wenn du gehst, gehe ich auch. Oh, bitte. Du bist zu jung. Kefaline ist dein Zuhause. Ach Mann, ich will sie gerne mitnehmen. Phoebe, du bist nicht alt genug. Ich kann nicht ständig auf dich aufpassen. Ich kann auf mich selbst aufpassen und ich brauche keine Hilfe. Ja, komm mit. Bitte. Selbst wenn das wahr wäre, es ist noch zu früh. Aber ich mache auch keine Umstände. Versprochen. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Chara? Mein Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir.
Weißt du, damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phoebe. Außerdem kann ich mit Kina spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Wir sehen uns wieder. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich komme nicht mehr nach Kefalina zurück. Nein, wir sehen uns wieder. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halt dich bis dahin aus allem Ärger raus. Mach ich, keine Sorge. Na gut, du kannst jetzt abreisen. Ich hätte Phoebe gerne mitgenommen. Cassandra! Du verlässt Kefalinia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier, also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo, ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden, aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Komm in meine Haare, gib mir lieber die ein. Ach komm her, ja, mein Guter. Na gut, komm. Komm her, ja. Ja, komm her, du. Oh, ich werde dich vermissen, Cassandra. Danke, Markus. Ich dich sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, meine Beste? Das arme Kind. Bist du bereit? Ja, gehen wir. Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut. Das Meer wartet weder auf Männer noch auf Frauen. Es wird Zeit. Gut. Welchen Kurs nehmen wir? Wohin in dieser großen, schönen Welt will die mächtige Cassandra fahren? Megaris. Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag ist, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaos von Sparta? Nikolaos von Sparta? Das ist doch unser Vater, oder nicht? Das Orakel hat gesprochen! Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte, er wird nichts Schlimmes tun. Er wird uns helfen. Er wird uns führen. Ruhe! Für ihre Ehelosigkeit, für das Leben, das sie verwirkte. Sie ist keine Spartiatin, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nein! Nein! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Nikolaus! Halt! Nikolaus! Nein! Nikolaus! Nikolaus, sieh mich an! Sieh mich an, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Dein Blut ist verschmutzt! Befreie dich von diesem Gift! Pater? Oh,
Cassandra! Cassandra! The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger, to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish. Forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.